Alle guten Dinge müssen einmal enden. Aber manche guten Dinge enden mehr als einmal. Diese Fernsehsendungen landeten mehrfach auf dem Abstellgleis. Taxi wurde 1978 erstmal auf ABC ausgestrahlt, mit einer Besetzung aus aktuellen und zukünftigen Stars der späten 70er und frühen 80er Jahre in der Rolle eines Kollektivs von Taxifahrern in New York City. In der Serie spielten unter anderem Judd Hirsch, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Tony Danza, Mary Lou Hanna und Andy Kaufman. Im Nachhinein betrachtet schien die Show zu groß zu sein, um zu scheitern. Und in Wirklichkeit war sie auch zu groß, um zu scheitern. Taxi lief 4 Staffeln lang bis 1982, wurde mit Emmy-Gewinnern und Nominierungen belohnt und zu einem der größten kommerziellen Erfolge von ABC. Es scheint lächerlich, dass ABC die Sendung jemals absetzen würde. Das war auch die Meinung des Schöpfers James L. Brooks, der Washington Post sagte: Das Einzige, was daraus hervorgeht, ist, dass das Network allen sagt, glaubt nicht, dass euch die Emmys bei der Programmplanung helfen werden. Nachdem HBO sich weigerte, die Serie zu übernehmen, kam NBC zur Rettung und stellte Taxi auf seinen ursprünglichen Sendeplatz am Donnerstagabend nach der erfolgreichen Sitcom Cheers zurück. Leider entsprachen die Einschaltquoten nicht den Erwartungen von NBC, sodass die Serie 1983 nach nur einer weiteren Staffel abgesetzt wurde. Die meisten Darsteller kamen jedoch kurz wieder zurück, um Szenen aus Taxi mit Jim Carrey nachzuspielen, als der Komiker 1999 in dem Biopic Der Mondmann als Andy Kaufman auftrat. Die meisten Fernsehzuschauer kennen Cagney and Lacey als Polizeiserie, die von 1982 bis 1988 auf CBS ausgestrahlt wurde, mit Sharon Glass und Tiny Daly in den Hauptrollen als Detektive, die ihr komplexes Privatleben mit der Aufklärung von Verbrechen in New York City in Einklang bringen. Die meisten Menschen kennen jedoch nur die wiederauferstandene Version. Ursprünglich wurde die Serie 1981 als Pilotfilm mit Loretta Swift in der Rolle des Cagney an der Seite von Daly ausgestrahlt, während Mac Foster die Rolle übernahm, als 1982 eine erste Staffel mit 6 Episoden produziert wurde. Nach der ersten Staffel nahm CBS die Serie aus dem Programm und begründete dies mit schlechten Einschaltquoten und damit, dass die Zuschauer mit der Aggression der beiden Figuren nichts anfangen könnten. Diese Entscheidung des Senders führte zu einer Gegenreaktion des Publikums. Während der ausführende Produzent der Serie, Barney Rosenzweig, versuchte neu zu verhandeln, um die Serie wieder auf Sendung zu bringen. Der Kompromiss bestand darin, Foster mit Sharon Glass neu zu besetzen, die zuvor die erste Wahl für die Rolle des Cagney war. Die Premiere der zweiten Staffel verlief holprig und die Serie wurde 1983 ein zweites Mal abgesetzt. Doch der Aufschrei der Fans sorgte schließlich dafür, dass die Serie für eine dritte Staffel wieder aufgenommen wurde, was ihr einen Quotenschub bescherte. Glass und Daly erwiesen sich als dynamisches Duo auf dem Bildschirm, was dazu führte, dass die Serie 4 weitere Staffeln überdauerte, bevor CBS sie 1988 nach einem Quotenrückgang endgültig absetzte und den Cliffhanger von Staffel 7 ungelöst ließ. Obwohl ein Neustart im Jahr 2018 bei CBS nicht zustande kam, wurde die Serie seit ihrer Absetzung 4-mal verfilmt. What? That's bogus, man. This is public property. You can't tell us where to surf. Wrong, pal. You endangered lives. It's my call. You're out of here. Es ist kaum zu glauben, dass eine Serie wie Baywatch, die nach wie vor den Rekord für die größte TV-Zuschauerzahl aller Zeiten hält, jemals Schwierigkeiten hatte, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Die 1989 auf NBC ausgestrahlte Serie hatte ein Ensemble mit David Hasselhoff und Pamela Anderson in der Hauptrolle, die in den 1990er Jahren zu einigen der größten Berühmtheiten werden sollten. Nach der Ausstrahlung der ersten Staffel stellte NBC die Serie jedoch aufgrund der schlechten Einschaltquoten und Kritiken schnell wieder ein. Die Wiederholungen in Ländern wie Deutschland und Großbritannien retteten die Serie jedoch, als die Rundfunkgesellschaft LBS Communications Baywatch 1991 wieder aufnahm. Baywatch wurde in den 90er Jahren noch 10 weitere Staffeln lang in seiner ursprünglichen Form ausgestrahlt. Nach der 9. Staffel im Jahr 1999 wurde die Serie umstrukturiert, neu besetzt, nach Hawaii verlegt und in Baywatch Hawaii umbenannt, um Kosten zu sparen. Wie nicht anders zu erwarten war, kam die umfassende Überarbeitung von Baywatch Hawaii bei den Zuschauern nicht gut an. Und die Serie musste einen steilen Rückgang der Einschaltquoten hinnehmen, bis sie 2001 nach 11 Staffeln abgesetzt wurde. Die Marke Baywatch lebt jedoch durch Spin-off-Serien, einen Film aus dem Jahr 2003 sowie einen Film aus dem Jahr 2017 mit Dwayne Johnson, Zac Efron und Alexandra Daddario in den Hauptrollen weiter, der von den Kritikern aus vielen der gleichen Gründe abgelehnt wurde, aus denen die ursprüngliche Baywatch-Serie nie von der Kritik gelobt wurde. The truth is out there, but so are lies. Akte X war ein Meilenstein im Science-Fiction-Fernsehen und wurde zu einer der ersten Serien der 1990er Jahre, die durch das frühe Internet eine kultische Fangemeinde gewann. Mit David Duchovny und Gillian Anderson in den Hauptrollen als FBI-Agenten, die paranormale Vorkommnisse durchsuchen, wurde Akte X 1993 erstmals auf Fox ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zu dem Kultphänomen, das sie heute ist. Allerdings konnte die Serie ihren wohlverdienten Ruhm nicht ewig halten.
Die 9. Staffel von Akte X, die in den Jahren 2001 und 2002 ausgestrahlt wurde, litt unter sinkenden Einschaltquoten und schlechten Kritiken von Fernsehkritikern, die die Serie im Vergleich zu den früheren, inspirierten Staffeln als zu langweilig bezeichneten. Fox zog den Stecker, obwohl ihr Schöpfer Chris Carter die Absetzung der Serie auf die mangelnde Bereitschaft des Publikums zurückführte, eine Serie über Verschwörungen und Korruption nach den Terroranschlägen vom 11. September. Wie Gizmodo erklärte, wir hätten noch viel mehr tun können, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Zur Freude vieler eingefleischter Fans gab Fox Akte X 2016 eine zweite Chance und ließ die Serie für eine 10. Staffel mit Anchovy und Anderson wiederbeleben. Die beiden Schauspieler kehrten auch für eine 11. Staffel zurück, aber nach deren Ende trennte sich Anderson offiziell von der Serie. Damit wurde die Serie zum zweiten Mal vorzeitig beendet, denn die Macher haben derzeit nicht die Absicht, die Serie ohne Dana Scully fortzusetzen. Eine himmlische Familie war ein später Hit der 1990er Jahre und wurde 1996 erstmals ausgestrahlt. Die Serie, in deren Mittelpunkt eine in Kalifornien lebende protestantische Familie mit 7 Kindern unterschiedlichen Alters steht, wurde schnell zu einem Hit auf The WB Network. Im Jahr 2006 wurde die Serie jedoch umstrukturiert, nachdem The WB im Zuge der Fusion mit United Paramount Network zu einem neuen Sender abgeschaltet wurde, The CW. Während des Wechsels stellte The WB eine himmlische Familie nach 10 Staffeln ab. Vor allem wegen der hohen Produktionskosten und der schwindenden Einschaltquoten im Vergleich zu den anderen Serien von The WB wie Gilmore Girls und Smallville. Außerdem hatten einige der größten Stars der Serie wie Jessica Biel und Barry Watson die Serie in den späteren Staffeln verlassen und es war unwahrscheinlich, dass sie zurückkehren würden. Als jedoch die Einschaltquoten nach der Ankündigung des Endes der Serie in die Höhe schnellten, traf The CW die überraschende Entscheidung, eine himmlische Familie für eine 11. Staffel wieder aufzunehmen, um die Chance zu nutzen. Leider hielt sich diese Entscheidung bei The CW nicht lange. Die Serie wurde 2007 nach dem Ende der ersten Staffel vom Sender wieder abgesetzt. Sogar die Darsteller der Serie haben Anfragen über eine mögliche Wiederaufnahme erst im Jahr 2023 aufgrund von Kontroversen zwischen einigen der anderen Darstellern zurückgewiesen. Matt Groening ist vor allem als Mitschöpfer von Die Simpsons bekannt, der gleichzeitig am längsten laufenden Zeichentrickserie und amerikanischen Sitcom im Fernsehen. Aber auch mit seiner zweiten Zeichentrickserie Futurama, die 1999 auf Fox Premiere hatte, hat er sich seine kultige Fangemeinde erarbeitet. Futurama handelt von Philip J. Fry, einem Pizzalieferanten, der versehentlich kryogenisch eingefroren wird und 1000 Jahre später wieder erwacht, wo er von einem intergalaktischen Lieferunternehmen zusammen mit einem exzentrischen Ensemble von Figuren angeheuert wird. Im Vergleich zu den Simpsons war die Lebensdauer von Futurama auf Fox aufgrund der unregelmäßigen Sendezeiten sehr kurz, was zur Einstellung der Serie im Jahr 2002 führte. Yes, I'm afraid the brainless drones who run the network canceled our license. Erst Jahre später, nachdem die Serie durch Wiederholungen und 4 Direct-to-Video-Filme ein zweites Leben erhalten hatte, wurde Futurama von Comedy Central für eine 5. Staffel übernommen und danach für 2 weitere Staffeln ausgestrahlt. Die Serie war jedoch nie auf festem Boden bei Comedy Central und produzierte mehrere mögliche Serienfinalen bis 2013, als das eigentliche Finale Meanwhile auf dem Sender ausgestrahlt wurde. Bis vor kurzem dachte man, Futurama sei schon lange tot, doch 2022 geschah das Unmögliche. Hulu bestellte eine Neuauflage der Serie, die auf seinem Streamingdienst ausgestrahlt werden sollte. Die Nachricht über die Wiederbelebung war jedoch nicht unumstritten, nachdem der Synchronsprecher John DiMaggio damit gedroht hatte, seine Rolle als Bender nicht wieder aufzunehmen, wenn nicht eine Gehaltserhöhung für die gesamte Besetzung gewährt würde. Glücklicherweise kehrte DiMaggio zurück, nachdem ein neuer Vertrag ausgehandelt worden war. Hoffentlich bleibt es auch dieses Mal dabei. Family Guy war die Idee des Synchronsprechers Seth MacFarlane und drehte sich um die Familie Griffin aus Rhode Island und ihre verschiedenen Streiche. Die erste Staffel hatte 1999 gute Einschaltquoten, aber als die zweite Staffel im Jahr 2000 einen Rückgang verzeichnete, stellte Fox die Serie abrupt ab, nur um sie ein paar Monate später für eine 3. Staffel wiederzubeleben. Nachdem Family Guy in der 3. Staffel keine hohen Einschaltquoten mehr erzielen konnte, stellte Fox die Serie 2002 erneut ein und verkaufte die Rechte an Cartoon Network, das die Serie im Rahmen seines Late-Night-Programmblocks Adult Swim erneut ausstrahlte. Die Serie gewann langsam mehr Aufmerksamkeit bei den Zuschauern von Adult Swim und dank der zusätzlichen Verkäufe von DVDs wurde Family Guy 2004 von Fox ein zweites Mal wiederbelebt. Dankenswerterweise blieb MacFarlane optimistisch, was die Höhen und Tiefen der Serie anging, und sagte der Calgary Sun, wir wollten die Show wirklich genauso beibehalten, wie sie war. Seit der 4. Staffel im Jahr 2005 ist Family Guy ein fester Bestandteil des Fox Network und ein beständiger Erfolg. Bis 2023 wurden insgesamt 21 Staffeln von Family Guy ausgestrahlt und MacFarlane ist nach wie vor ein Teil der Synchronsprecher der Serie. Scrubs wurde 2001 erstmals auf ABC ausgestrahlt und Zach Braff spielte die Hauptrolle des JD, des tagträumenden Assistenzarztes im Sacred Heart Hospital, der sich in seine Kollegin Elliot Reed, gespielt von Sarah Chalke, verguckt. Die ersten Staffeln der Serie wurden von Kritikern und Fans gleichermaßen geliebt.
So schrieb Entertainment Weekly 2006 über die Serie, Scrubs ist eine sympathische, flippige, beschwingte Serie, die ein großes, nerviges Durcheinander wäre, wenn sie nicht genau richtig gemacht wäre. Scrubs stieß jedoch auf eine Mauer, als die Writers Guild of America von 2007 bis 2008 streikte und die 7. Staffel um 7 Episoden verkürzte, was letztendlich zur Einstellung der Serie führte, da die Produktion ins Stocken geriet. Nachdem eine Zeit lang nicht klar war, ob Scrubs weiter ausgestrahlt werden würde, nahm ABC die Serie für die 8. Staffel wieder auf. Während dies von einigen als Sieg angesehen wurde, wurde es bald bittersüß, als bekannt wurde, dass Braff beabsichtigte, am Ende der Staffel aus der Hauptbesetzung der Serie auszusteigen. Sometimes when you get what you want, you end up missing what you left behind. Scrubs kehrte 2009 für seine 9. Staffel zurück, mit einer überwiegend neuen Besetzung von Medizinstudenten an der Winston University. Obwohl Braff in 6 der 13 Episoden der Staffel auftrat, lehnten die Fans die weitreichenden Änderungen in der Formel der Serie entschieden ab. Schließlich gab ABC bekannt, dass Scrubs 2010 abgesetzt wurde und Braff teilte dies seinen Facebook-Followern mit. Es war einen Versuch wert, aber leider hat es nicht funktioniert. Glücklicherweise hat die Welt der Internet-Meme-Kultur Arrested Development länger am Leben gehalten, als es irgendein Sender könnte. Die von Mitch Hurwitz geschaffene Serie Arrested Development feierte 2003 auf Fox Premiere. Die Hauptrolle spielte Jason Batemans Michael Bluth, der Sohn eines korrupten Immobilienentwicklers, der darum kämpft, seine narzisstische, wahnhafte und finanziell angeschlagene Familie zusammenzuhalten. Die Serie hatte eines der stärksten Ensembles der Fernsehgeschichte, darunter David Cross, Will Arnett und Jessica Walter, sowie die aufstrebenden Schauspieler Aaliyah Shawkat und Michael Cera. Nach 3 Staffeln mit niedrigen Einschaltquoten bei Fox wurde Arrested Development vom Sender abgesetzt. Aber Hurwitz war fest entschlossen, eine zweite Heimat für die Serie zu finden. I don't think the Home Builders Organization is going to be supporting us. Yeah, the HBO is not going to want us. What do we do now? Well, I think it's showtime. Nach jahrelangen Fehlstarts und Gerüchten über einen Film wurde Arrested Development schließlich von Netflix wiederbelebt, das 2013 eine 4. Staffel mit der gesamten zurückkehrenden Besetzung ausstrahlte. Aufgrund der Terminkonflikte der Darsteller war die Staffel jedoch so aufgebaut, dass sich jede Folge auf eine einzelne Figur konzentrierte, wobei sich die Handlungsstränge in den einzelnen Episoden überschnitten. Nach der umstrittenen 4. Staffel ruhte Arrested Development noch viele Jahre lang. Erst 2018 kehrte die Serie schließlich für die erste Hälfte der 5. Staffel zurück. Die 2. Hälfte wurde 2019 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Spannungen abseits des Bildschirms für die Darsteller lästig, einschließlich eines Vorfalls von Jeffrey Tambors missbräuchlichem Verhalten am Drehort. Zusammen mit dem bedauerlichen Ableben von Walter im Jahr 2021 bedeutete dies, dass Arrested Development wahrscheinlich für immer vorbei ist. Show's gonna last 3 weeks! 6 seasons and a movie! Obwohl Community von der ersten Folge an eine treue Fangemeinde hatte, kämpfte die Serie hinter den Kulissen darum, auf Sendung zu bleiben. Die NBC-Sitcom feierte 2009 Premiere. In der Hauptrolle spielte Joel McHale einen Ex-Anwalt, der gezwungen ist, ein Community College zu besuchen, wo er sich mit einer Gruppe von Außenseitern anfreundet, darunter Julian Jacobs, Alison Brie, Donald Glover und Chewie Chase. Die Serie wurde vom zukünftigen Rick and Morty-Mitschöpfer Dan Harmon entwickelt, der der Hauptauslöser für die Probleme der Serie hinter der Kamera war. Nach einer öffentlichen Fehde mit Chase wegen Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung der Serie wurde Harmon in der 4. Staffel von Community gefeuert, nur um wieder eingestellt zu werden, nachdem Chase selbst die Serie verlassen hatte. Harmon kehrte für die 5. Staffel von Community zurück, aber zu diesem Zeitpunkt war es zu spät und Community stand 2014 auf dem Abschlussblock von NBC. Nachdem sie jedoch den Slogan 6 Staffeln und ein Film aus einer früheren Folge übernommen hatten, waren die Fans entschlossen, der Sitcom ein neues Zuhause zu geben. Community fand seine Rettung in Yahoo Screen, das eine 6. Staffel der Serie produzieren ließ, obwohl zu diesem Zeitpunkt sowohl Glover als auch Yvette Nicole Brown aus der Besetzung ausgeschieden waren und ihre Zukunft nach Community ins Auge fassten. Obwohl einige Beteiligte darauf bestanden, dass Community nicht abgesetzt wurde, stellte Yahoo Screen 2016 den Betrieb ein und beendete damit die Zukunft der Serie. Zur Freude aller Community-Fans wurde der lang erwartete Film 2022 endlich bestätigt. Mit Cougar Town kehrte Courtney Cox, die durch ihre Rolle der Monica in der NBC-Serie Friends von 1994 bis 2004 berühmt wurde, triumphal zum Sitcom-Format zurück. In Cougar Town spielt Cox Jules, eine kürzlich geschiedene Frau, die in ihren 40ern das Dating neu erkundet, zusammen mit einem Ensemble von Freunden, gespielt von Dan Bird, Busy Phillips und Krista Miller. Die Serie feierte 2009 ihre Premiere auf ABC, musste jedoch viele Rückschläge hinnehmen, darunter auch die Forderung der Produzenten nach einer Namensänderung. Der größte Rückschlag kam jedoch nach der 3. Staffel, als ABC die Serie mitten in der Saison aus dem Programm nahm und die Produzenten auf eine mögliche Absetzung vorbereitete. Diese Vorhersagen bewahrheiteten sich, aber Cougar Town wurde glücklicherweise von TBS gerettet, das die Serie 2013 für eine 4. Staffel aufnahm und sie anschließend für eine 5. und 6. Staffel verlängerte. I honestly thought we might never be in this kitchen again. I'm just hanging out, telling our stories to each other.
to the world. Zum Leidwesen der Fans der Single-Camera-Sitcom entschied sich TBS dafür, die Serie nach der 6. Staffel nicht mehr zu verlängern, sodass dies die letzte Staffel von Cougar Town war, nachdem sie 2015 ausgestrahlt wurde. Obwohl die Serie besser als die meisten anderen auf ihr Serienfinale vorbereitet war, bedeutete das nicht, dass die Darsteller nicht enttäuscht waren, dass die Serie auf TBS nicht fortgesetzt werden würde. Wie Josh Hopkins, der Grayson in der Serie spielte, gegenüber Variety erklärte: "Ich werde es vermissen, diese Leute jeden Tag zu sehen. Aber ich denke einfach daran, was für eine tolle Erfahrung es war, anstatt traurig zu sein, dass es vorbei ist." Nashville wurde 2012 erstmals auf ABC ausgestrahlt. Im Mittelpunkt stand Hayden Panettiere als aufstrebender Country-Star Juliet Barnes, die Macht von Raina James, gespielt von Connie Britton, bedroht. Die größte Attraktion von Nashville war natürlich die Musik. Die Serie enthielt Originalsongs und Coverversionen, die von Big Machine Records vertrieben wurden, demselben Label aus Nashville, das in den frühen 2000er Jahren Taylor Swifts Aufstieg zum Country-Star unterstützte. Leider wurde Nashville von ABC nach der 4. Staffel abrupt abgesetzt. Die Ankündigung kam kurz nachdem ABC bestätigt hatte, dass die Serie von 9 Showrunnern geführt werden würde, was bedeutete, dass sie für eine 5. Staffel verlängert werden würde. Die Verlängerung kam jedoch nicht sehr schnell, sodass die Fans der Serie zu einer Online-Kampagne griffen, um die Serie wieder zum Leben zu erwecken, nachdem viele enttäuscht darüber waren, wie die 4. Staffel der Serie endete. 2016 wurde sie auf dem CMT-Network wiederbelebt, einer mehr als angemessenen Heimat für die Serie. Die 5. Staffel von Nashville wurde 2016 erstmals ausgestrahlt. Aber die Fans waren noch schockierter über die Entwicklung der Serie, da Connie Brittons Charakter in der ersten Hälfte der Staffel getötet wurde. Obwohl die Serie für eine finale 6. Staffel verlängert wurde, die 2018 ausgestrahlt wurde, entschied sich CMT, die Serie nicht weiterzuführen. Die Zukunft schien für Designated Survivor hoffnungsvoll zu sein, als sie begann. Die Serie mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle, der nach einem Terroranschlag, bei dem alle vor ihm stehenden Personen getötet werden, als nächster Kandidat für die US-Präsidentschaft auserkoren wird, feierte 2016 auf ABC Premiere und wurde dabei von vielen Sendern unterstützt. Anstatt einer Pilotfolge, wie es bei den meisten Serien der Fall ist, wurde Designated Survivor direkt in die Serie aufgenommen und bereits eine Woche nach der Ausstrahlung des Finales der ersten Staffel für eine 2. Staffel verlängert. In einer geschäftlichen Entscheidung, die fast so überraschend war wie die ursprüngliche Bestellung der Serie, stellte ABC Designated Survivor 2018 jedoch abrupt ab, nachdem eine hohe Fluktuation bei den Programmleitern und eine schwierige Produktionsplanung die Erwartungen des Senders nicht erfüllt hatten. Netflix entschied sich jedoch, die Serie selbst für eine 3. Staffel zu verlängern, da sie bereits den Vertrieb von Designated Survivor auf internationalen Märkten übernommen hatten. Nach der 3. Staffel traf Netflix schließlich die Entscheidung, Designated Survivor nicht weiter zu verlängern. Das Unternehmen dankte Sutherland und dem Team für die Gestaltung einer zufriedenstellenden letzten Staffel. Designated Survivor hatte nicht das Glück, nach der 2. Chance, die Netflix ihm gab, zurückzukehren. Well, I really screwed that up, didn't I? Die meisten Fans sind jedoch mit dem Ende der Serie mehr als zufrieden. Was die Science-Fiction-Fernsehserien des Senders angeht, so hatte Timeless eine recht interessante Prämisse. Im Mittelpunkt stand ein Trio, das durch die Zeit reist, um eine terroristische Organisation daran zu hindern, historische Ereignisse zu verändern. Timeless wurde schließlich nach dem Ende der 1. Staffel vom Sender abgesetzt. Die Serie Timeless litt während ihrer Ausstrahlung auf NBC leider unter schlechten Quoten. Die Fans drängten darauf, dass die Serie von einem anderen Sender wieder aufgenommen wird. Aber zur Überraschung der Serienmacher wurde Timeless 3 Tage später von NBC selbst verlängert, wenn auch mit einer reduzierten Episodenzahl von nur 10 Episoden. Diese Wiederbelebung war jedoch nicht von langer Dauer, da NBC die Serie 2018 nach dem Ende der 2. Staffel wieder absetzte. Dieses Mal mussten die Fans von Timeless nicht allzu lange auf ein richtiges Ende der Serie warten. Zum 2. Mal änderte NBC seine Meinung und bestellte ein 2-teiliges Finale, das 2018 als Weihnachtsspecial ausgestrahlt wurde und in dem das zeitreisende Trio zur Evakuierung von Hungnam während des Koreakriegs zurückspult, welche sich an Weihnachten 1950 ereignete. Zum Glück war dieses 2-teilige Finale mehr als genug für die Fans, um sich von der Serie zu verabschieden, die länger lief, als NBC es wollte.